So, willkommen zu meinem nächsten Tutorial. Viele fragen immer noch, wie man die Korg-Volker-Serie mit dem Beringer TD3, TD3 oder auch mit der Beringer RD6, RD6 synchronisieren kann. Natürlich kann man das über MIDI machen oder natürlich auch über diese Synkkabel, die bei der Korg-Volker-Serie auch immer dabei sind. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz schnell und einfach, ne? Ich habe hier mal ein Beat drinne, einfach hier und out. Wir stecken die 3,5 Klinke in out und sync in. Dann gehen wir auf write an der TD3, machen Doppeltap hier, Double Tap, Trigger and 2 PPQ. Wait. And it's sync. Es ist synchronisiert. Wir drücken den Beat. Tak, 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 tak. Und jetzt sehen wir, wenn ich Tempo drücke, wird es langsamer. Bpm. Und somit ist es synchronisiert. Über die Korg-Volker zum Behringer TD3, TD3 oder auch für die RD6, RD6, ne? Ganz schnell und einfach, weil immer wieder werde ich gefragt, wie das funktioniert. Nochmal, langsam. So, wenn ihr wieder wegmachen wollt, dann Double Tap, intern, Wait, 2 PPQ. Oh. Und dann habt ihr wieder ganz normal getrennt alles, die Volker Drum, TD3 oder RD6. Ne? Ganz einfach. Nochmal. Right, ne? Right. Moment. Uno momento, Senor. Out. In Sync. Double Tap. Ist auf Right. Trigger, 2 PPQ. Wait and it sync. Jetzt schneller. Ausmachen. Stecker rausziehen. Ja. Right. One and two PPQ und es ist wieder interner Sync, getrennt von allen. Ne? Genauso funktioniert es über MIDI, Double Tap, MIDI, 2 PPQ or 1 PPQ, Double Tap, USB, bla bla bla, Double Tap, Trigger, 1 PPQ. Alles funktioniert so, wie es mit diesem Double Tap Trigger funktioniert hat, auch über MIDI, über Internal und über USB. Ganz schnell. So, das war's auch für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal.